Heute geht es um Schutzrechtsberühmung. Was passiert eigentlich, wenn mein Wettbewerber sagt, er hat eine Marke, ein Design, ein Patent? Und das stimmt gar nicht. Er hat gar kein Patent, er hat gar keine Marke, er hat gar kein Design. Was passiert also bei Patentberühmung, Designberühmung, Markenberühmung, insgesamt Schutzrechtsberühmung? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner in Köln. Und veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich euch, was eigentlich Schutzrechtsberühmung ist. Was passiert, wenn ein Wettbewerber behauptet, er hätte ein Patent und hat es aber gar nicht? Und was sind die Konsequenzen, wenn man selbst dabei ertappt wird? Jeder, der den Eindruck erweckt, er habe ein eingetragenes Patent, ein eingetragenes Design, eine eingetragene Marke, muss auf Verlangen Auskunft darüber geben, um welches Patent, Design, um welche Marke es sich handelt. Wenn er das nicht kann, dann handelt er unlauter und das ist angreifbar. Wie geht man also in einem solchen Fall typischerweise vor? Als ersten Schritt fragt man den möglichen Schutzrechtsinhaber, der eben behauptet, er hätte zum Beispiel ein Patent, fragt man ihn in einem Schreiben einfach an, hört zu, wir haben gesehen, ihr werbt auf dieser Webseite zum Beispiel mit Patent geschützt oder mit eben, weiß ich, Geschmacksmuster geschützt oder Design geschützt. Teilt mir doch bitte innerhalb von Frist, zum Beispiel eine Woche, mit, um welches Schutzrecht es sich handelt. Wenn das auf einem Anwaltsbriefkopf kommt, dann wird das vielleicht etwas mehr Eindruck machen, aber im Prinzip kann man auch selbst diese Anfrage stellen. Wenn dann diese Frist verstreicht oder derjenige diese Auskunft nicht geben kann, aber auch sein Verhalten nicht ändert, dann ist die gerechtfertigte und richtige Maßnahme die Abmahnung. Schließlich hat man demjenigen ja schon die Chance gegeben, diesen Rechtsverstoß selbstständig zu erkennen und abzustellen. Und er tut es nicht. Und dann ist eben die Abmahnung genau das Mittel der Wahl. Dann mahnt man also diesen Wettbewerber ab und sagt, hör zu, du hast auf der Seite mit Patent geschützt geworben. Ich habe dich gefragt, ob du ein Patent tatsächlich auf dieses Produkt hast. Du hast nicht geantwortet oder hast mir die Nummer nicht nennen können. Ich muss davon ausgehen, dass du gar kein Patent auf diesen Schutz hast. Deswegen unterlasse doch bitte in Zukunft mit Patentgeschütz zu werben. Und wenn man das über einen Anwalt macht, diese Abmahnung, dann kann der Anwalt eben auch noch die Kosten erstattet verlangen. Warum mahnt man nicht direkt ab? Zum einen ist es vielleicht fair, dem anderen die Chance zu geben, dieses Missverständnis aus der Welt zu räumen. Zum anderen wird er vielleicht auf den Gesetzestext pochen und sagen, hier im Gesetz steht, man muss erst um Auskunft bitten. Also kann die Abmahnung auch aus diesem Grund nach hinten losgehen. Also wichtig, in einem Fall der Berühmung von Marken, Patenten, Designs, nicht direkt abmahnen, sondern erst anfragen, um welches Schutzrecht handelt es sich denn. Wichtig für einen selber ist, dass man mit einem Patent oder einer Marke oder einem Design nicht werben darf, solange es nicht eingetragen ist. Und viele verwechseln Anmeldung und Eintragung. Wenn ich also ein Patent anmelde, ist es noch nicht eingetragen, dann darf ich auch nicht mit patentiert, patentgeschützt und solchen Formulierungen werben. Wenn ich ein Design angemeldet habe, was aber noch nicht eingetragen ist, oder Marke angemeldet, oder noch nicht, die eben noch nicht eingetragen ist, dann darf ich auch nicht mit Markenschutz werben oder mit Design geschützt oder mit dem R im Kreis, wichtiger Punkt, denn das steht für Registered Trademark. Alle diese Kennzeichnungen darf ich nicht verwenden, solange das Schutzrecht nicht wirklich schon eingetragen ist. Einen Spezialfall habe ich gerade schon kurz angesprochen, nämlich das R im Kreis. Es gibt auch noch TM hochgestellt für Trademark. Das ist ein ganz besonderer Fall, denn in den USA steht TM eben gerade nicht für eingetragene Marke. Aber viele deutsche Gerichte, zum Beispiel das Landgericht München, sieht es so, dass die deutschen Verkehrskreise, die deutschen Verbraucher diesen Unterschied nicht erkennen und auch bei TM davon ausgehen, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt,
Wenn man also TM benutzt, dann sollte man da sehr vorsichtig sein, wenn die Marke nicht eingetragen ist, denn viele deutsche Gerichte gehen davon aus, dass das als eingetragene Marke von den Verbrauchern wahrgenommen wird und dann eine Klage aus unlauterem Wettbewerb oder eben erstmal eine Abmahnung auch Erfolg hätte. Ein ausführliches Video zu R im Kreis und TM habe ich auch schon gemacht und verlinke ich natürlich unter diesem Video. Und was ist denn nun der Worst Case, wenn ich dabei selbst ertappt werde, dass ich mit patentgeschützt oder designgeschützt werbe, obwohl ich gar kein eingetragenes Patent oder kein eingetragenes Design habe? Der Worst Case ist eigentlich in der Regel, dass man abgemahnt wird, dass man eben das unterlassen muss, klar, und dass man die Kosten des anderen Anwalts erstatten muss. Weitergehende Ansprüche werden selten geltend gemacht und können auch schlecht nur durchgesetzt werden, zum Beispiel Ansprüche auf Schadenersatz, denn wie soll man denn den Schaden daraus genau beziffern? Bei einer Klage müsste man den Schaden eben genau beziffern, welcher Schaden entstanden ist, dadurch, dass der Wettbewerber eben eine falsche Kennzeichnung vorgenommen hat. Also in der Regel ist der Worst Case, dass man unterlassen muss und die Kosten des abmahnenden Anwalts übernehmen muss. Es kommt sehr selten, praktisch nie vor, dass direkt geklagt wird, denn dann könnte man sich direkt mit sogenannten Klageüberfall wehren und sagen, hättest du mal abgemahnt oder hättest du mal was gesagt, dann hätte ich mich ja sofort gestreckt und das den Fehler erkannt und abgestellt. Und dann muss man zwar unterlassen, aber dann muss der Gegner, der das Recht geltend macht, also den unlauteren Wettbewerb geltend macht, muss dann die gesamten Kosten in diesem Gerichtsverfahren tragen. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was Schutzrechtsberühmung ist, also Patentberühmung, Designberühmung, Markenberühmung. Wenn ihr neu in meinem Kanal seid und jeden Donnerstag mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollt, dann abonniert meinen Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Kommentare und Fragen beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, schützt euer geistiges Eigentum und erntet ihr die Früchte eurer Ideen.